What the fuck? 12? Ganz im Ernst, 12. 12. 12. Kleiner Vergleich mit 12 ist mir in der 6. Klasse. Wenn nicht sogar vorher in einer Klasse, wenn man hocken geblieben ist, ist mir in der 5. Klasse. 6. 5. Klasse. Und dort schon wollen Sex haben. Also ja, eben Geschlechtsverkehr. Entschuldigung, wenn ich jetzt das böse Wort gesagt habe. Und jetzt jeder unreif da drüber lacht. Aber ich finde, das ist noch ein wichtiges Thema. Es macht für mich einfach keinen Sinn. Vor allem so hure die hure Bürschler, die nicht einmal in der Pubertät sind. What the fuck? Warum? Warum sollten die das wählen? Da ist eine Höhle. Da ist Gold. Ah! Warum sollten die das wählen? Was für Grund hat die irgendwie Geschlechtsverkehr haben? Vielleicht so ein Überreifen von Notgeilen oder so, aber von denen gibt es nicht viel. Und das macht einfach, das ist einfach nur dreckig. Sorry. Die Leute, die da betroffen sind von dem Zeug, die haben wirklich schwere psychische Schäden. Sind vielleicht sogar asexuell. Asexuell ist, wenn man überhaupt keinen Geschlechtsverkehr mehr will. Weil, ja, weil man sich gruset davor, eben wegen so Zeug. Oder hat eben Angst, sich zu binden oder so Zeug. Das ist einfach nur dreckig. Der Papst, also der Vatikan rechtfertigt somit. Also, ja, jetzt ist es ja, mit Schutzalter von 12. Aber willst du mir nicht sagen, dass das alle freiwillig gemacht haben? Was soll die Scheiße, Mann? Das glaubst du nicht. Und das ist einfach nur. Ja, eine Sauerei, sorry. Das macht man nicht. Allgemein, Psyche von Menschen ist etwas, was mich persönlich sehr interessiert. Ja, so. Psychische Forschung und so. Psychische Schäden. Und, so, wenn ich jetzt da. Es gibt viel, also in heutiger Zeit gibt es viel mit irgendwelchen Schäden. Das glaubt ihr gar nicht. In der heutigen Zeit ist das extrem. Es ist, die Kinder sind extrem, also die heutigen Kinder sind extrem unter Leistungszwang, also Leistungsdruck. Die Eltern wollen ja zum Teil eben zwingen ihre Kinder ins Gymnasium, obwohl sie es nicht wollen. Und wollen, dass die irgendwie schon früh Klavier lernen spielen, obwohl die das gar nicht wollen. Oder dann in England, da habe ich schon von etwas gehört, da werden Kinder zu irgendwie welchen Tanzsachen erzogen, tanzultimative Tanzhitmans, oder? Also. Und das ist einfach nicht nachvollziehbar, weil das Kind braucht eine Kindheit. Sonst kommen die am Schluss so raus wie so ein. Wieso? Wie kommen die am Schluss raus? Müsst ihr euch einen Erwachsenen vorstellen, der ihnen ein Kind tut? So kommen die raus. Ja, Wasser. Fu. Ganz im Ernst, fu. Ich kann es nicht gerne. Und das ist einfach. Nein, nicht in Ordnung. Und das macht auch wieder psychische Schäden. So genau wie wenn es Schäden macht, wenn irgendwie die Mutter ihres eigenen Kind irgendwie abstoßt. Hey, da bin ich schon mal gewesen. Hä? Das gehört zu dieser Höhle, wo ich schon mal gewesen bin, wahrscheinlich. Hehehe. Egal. Oh, the fuck. Und ja, da wäre noch, wenn ihr eine Meinung dazu wollt, Stellung nehmen, könnt ihr das gerne in den Kommentaren machen. Begrüße ich selber recht gerne. Ja, doch, gerne. Das begrüße ich, wenn ihr einen Kommentar wirklich ein bisschen besiedelt mit so Zeug. Weil das ist dann auch produktiv und nicht irgendwie so. Magst du Bratwurst? Nein, schreibt das nicht in den Kommentar. Und ich weiß jetzt schon, dass es einer macht. Wohl, vielleicht habe ich ja Glück. I'm a lucky. Maybe I'm lucky. Lucky look. Jo. Was gibt's denn um? Ich habe das letzte Mal so über Sekten geredet, das wird langweilig. Also so ein Uriella Totalschaden.
Und ich wollte jetzt natürlich auch nicht sagen, ich habe hier eine Ferien mal, dass alles schlecht ist. Aber das meiste. Also ganz im Ernst, das, was der Papst wirklich abzieht, das ist einfach unterste Sau, unterste Schublade, das macht man einfach nicht. Also der Vatikan, der Papst ist ja Boss vom Vatikan und irgendwie, der will ja auch etwas dazu sagen haben. Und der nächste Papst, wie wird auch der vorher? Der wird auch wie der vorher gegen Verhütung sein, ist ganz klar. Das ist nur noch meine Frage, was ist denn so schlimm an Verhütung? Hey. Überbevölkerung ist allgemein ein bisschen gross. Und nein, ich wollte euch jetzt nicht aufklären hier. Das könnt ihr in der Schule von mir aus, für das bin ich nicht zuständig. Nee. Redstone, ich bin gleich Level 40, ich wollte meine Level speichern, Dummy. Und ich sollte auch nicht viel Seriöses, aber jetzt halt hier bei dem Stream, meine Zeug ist es eigentlich mehr oder weniger sehr seriös. Was ich hier mache. Ja, was mich auch noch würde interessieren, Fernsehserien oder Castingshows, schaut ihr das? Meine persönliche Meinung dazu ist, boah, what the fuck, was für ein Bullshit. Die ganze Sache, DSDS und so, ich habe das Gefühl, das ist irgendwie alles so ein bisschen beeinflusst. Hey. Aber ich hoffe, ich komme jetzt keinen irgendwie so einen Strike über, weil ich jetzt ein bisschen kritisch bin gegen so Zeug, aber das sollte man ja nicht. Heutzutage gibt es Meinungsfreiheit. Und zwar, bei DSDS zum Beispiel, wenn einer geht singen, es gibt ja schon ein Vorcasting, bevor du zum Polen darfst. Also es gibt vor dem Casting noch ein Vorcasting. Und das heisst, die lassen derig Affen, also voll Spastis, die überhaupt nicht können singen, lassen die zum Polen, damit der die fertig machen oder so. Keine Ahnung, was da genau. Das hat Unterhaltungswert, ist mir klar. Oder auch das so ein Dschungelcamp-Zeugs. Super, der hat wieder irgendwie welche Millionen gewonnen, weil er da so viele Sachen gefressen hat. Obwohl, es wäre ja auch egal gewesen, wenn er irgendwie nichts gegessen hätte, wenn er irgendwie sich immer geweigert hätte. Hätte er auch Dschungelkönig können werden, soviel ich das weiss. Wenn es einfach für ihn gestummen hätte, also. Macht ja auch keinen Sinn, sorry. Und da sind sie zwar im australischen Dschungel, es wird zwar relativ heiß sein, oder? Klar. Aber die haben ja trotzdem, haben die schon jemals irgendwie einen Schlangenbiss gehabt oder die, also so. Ich meine, klar, das kannst du nicht bringen. Aber ja, trotzdem. Was nützt es, wenn die dort draußen sind? Die können irgendwie ein Studio einrichten zu Australien und einfach vorausgehen, etwas fooden und schwimmen rein. Das ist ja etwa genau das Gleiche. Naja, egal. Wie viel Zeug habe ich schon? Zu wenig Diamanten und zu wenig Eisen. Egal. Da kann ich nachher irgendwo meinen Enchanting Table reinziehen. Und zwar mache ich den beim Lager oben. Und zwar sollte ich eigentlich mal wieder rauf. Ich gehe mal wieder rauf. Peaceful? Wieso peaceful? Ich habe mich schon gefragt, warum ich kein Essen verliere. Wieso ist das auf peaceful? What the fuck? Ja eben, danke. Jetzt verliere ich Essen. Yay, Schnitzel. Und meine Hütte da oben wird auch noch einmal umgebaut, weil das nur aus einem Material ist und das Ganze ein bisschen scheisse aussieht. Und jetzt gehen wir da rauf. Und wir gehen rauf. If you do cannot see it, hä? Tun wir noch 36 rein und da nehmen wir noch Gold irgendwo. Irgendwo haben wir Gold. Da haben wir Gold. Da haben wir mehr Gold. Jetzt singe ich auch hier schon mit. Schon wieder verkackt. So.
Cobblestone habe ich jetzt auch gleich genug. Und ja, eine Frage. Sagen wir jetzt mal, wenn ich gehe farmen, soll ich da... soll ich das offscreen machen, also so straight meinen zum Beispiel? Oder soll ich das in der Aufnahme machen? Je nachdem, ich meine, ich weiß nicht, wie interessant ihr meine Vorstellung über so bestimmte Sachen gefunden habt. Weed, Weizen. Dann nehme ich mal mit, ich kann mal schauen, wie es dort unten aussieht, also muss ich eigentlich runter. So, da innen, au! Sieht doch schon mal relativ sehr gut aus, gefällt mir. Obwohl die Hau höchstens sich nie mehr anlangt. Ich nehme mal auch das Gelbe mit. Das ist doch schon relativ schnell gewachsen, das ist gut. So, alles neu einsammeln. Wir wollen ja nichts liegen lassen.